Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dillbrecht. Noch 27 Tage bis Ostern. Heute schauen wir auf Gideon. Gideon, ein Mann, ein Mensch, der von Gott berufen worden ist zu seinem Auftrag. Und Berufung, das ist so eine Sache. Da habe ich ein schönes Zitat von einem unbekannten Autor gefunden, das ich vorlesen möchte. Jakob war ein Betrüger. Petrus war impulsiv. David hatte eine Affäre. Noah betrank sich. Jona lief Gott weg. Paulus war ein Mörder. Miriam eine Tratschtante. Martha machte sich viel zu viel Sorgen. Gideon war so unsicher. Thomas war ein Zweifler. Sarah war ungeduldig. Elia war depressiv und Mose stotterte. Zachäus war klein, Abraham zu alt, Lazarus tot. Gott ruft nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die Berufenen. Das finde ich wunderbar. Und ich finde das so wunderbar, dass Gott uns das schon mitteilt am Anfang unseres Weges, den wir mit ihm gehen. Wir sind alle berufen, seine Botschafter zu sein. Und bei Gideon sehen wir, wenn er jemanden beruft, dann sieht er schon das Endergebnis. Das, was noch niemand sonst sehen kann, spricht er ihm zu. Deswegen auch heute so wertvoll das prophetische Wort, das offenbart, was Gott für einen Menschen auf dem Herzen hat. Nur da war es nicht ein prophetisches Wort, sondern der Engel des Herrn, ja, vielleicht sogar der Herr selbst, so wie es den Anschein hat, der zu Gideon kommt auf seinen Dreschplatz, wo er sich praktisch versteckt beim Dreschen, weil Israel wieder untreu geworden war. Und obwohl Deborah den großen, wichtigen Sieg eingefahren hatte und über 40 Jahre Frieden war, war Israel wieder abgefallen vom Herrn, hat seine Wege verlassen, sodass die Midianiter und die Amalekiter das Volk wieder bedrängt hatten und Israel ausgeraubt hatten, sodass Gideon in aller Verzweiflung, aber mit Kraft und Ausdauer das getan hat, was er tun musste, nämlich die Spreu vom Weizen zu trennen. Der Dreschplatz war nicht zu benutzen, weil es wäre sonst zu offensichtlich gewesen für die Feinde, dass dort noch ein Vorrat ist an Korn. So versteckt er sich in der Kälte, im Boden versteckt. Eine harte Arbeit dort, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und genau in diese Situation hinein kommt Gott und sagt zu ihm, oder der Engel des Herrn, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht mal im Entferntesten absehbar, dass er mit Gottes Hilfe eine mehr als wunderbare Schlacht mit einem aus menschlicher Sicht doch sehr untauglichen Schlachtplan schlagen würde und diese Schlacht auch gewinnen würde. Es war nicht vorstellbar, dass er mit 300 Soldaten, 100.000 Soldaten der Midianiter überwindet. Nur mit einer klitzekleinen Auswahl geht er da rein, nicht heimlich, still und unerkannt, sondern mit Fackeln und mit Geräuschen, mit Signalen, dass jeder Midianiter es sehen und hören konnte, dass der Angriff erfolgt, aber der Sieg, der wird von Gott geschenkt in diesem Fall. Und Gideon, obwohl er sehr unsicher war, obwohl er gezögert und gezaudert hat, obwohl er mehr als einmal bei Gott nachgefragt hat, ob es wirklich sein Wille ist, das zu tun, was zu tun ist, dieser Zauderer wird von Gott benutzt und erweist sich als ein streitbarer Held, als einer, der überwindet.
Und so sind wir Christen Überwinder in Christus. Wir sind berufen, das Böse in dieser Welt zu überwinden mit Gutem. Und so frage ich dich, hast du es schon einmal in deinem Leben entdeckt, dass du ein Zeichen von Gott gesehen hast, bekommen hast, dass dir für dich ein Wegpunkt war, eine Wegmarke, die den weiteren Weg gezeigt hat? Wenn ja, auch hier bin ich gespannt zu hören, wie Gott dich geleitet hat. Und außerdem bitte ich dich darum, nimm wieder 15 Minuten für den Menschensohn, für Jesus Christus. Lies Richter 6 und 7, Kapitel 6 und 7 und schau, was dich anspricht, was dich in deinem Glauben stärkt. Und so geh gesegnet in diesen Tag. Alles Gute.